Tagesgespräch. Informieren und mitreden. Ein Podcast von Bayern 2. Es gab ja noch eine andere Abstimmung am Sonntag in Berlin und bei der auch eine eindeutige Mehrheit. Über 56% haben dafür gestimmt, dass Unternehmen, die mehr als 3000 Wohnungen in Berlin besitzen, vergesellschaftet werden. Deutsche Wohnen und Co. enteignen, heißt die Initiative dahinter. Betroffen wären 240.000 Wohnungen in Berlin, mehr als jede sechste. Bindend für die Politik ist das Ergebnis des Volksentscheids nicht. Aber ignorieren wird es die vermutlich neue Bürgermeisterin Franziska Giffey auch nicht können, obwohl sie sich immer gegen Enteignungen ausgesprochen hat. Und derweil steigen die Mieten weiter, bleiben Wohnungen knapp. Ob Enteignungen vor dem Verfassungsgericht überhaupt durchkommen würden, steht in den Sternen. Den Berliner Mietendeckel haben die Richter ja schon gekippt. Wie soll es weitergehen auf dem Wohnungsmarkt in Berlin und auch sonst? Bringt es wirklich etwas, große Anbieter zu enteignen? Welche anderen Möglichkeiten gibt es, um zu mehr und zu bezahlbareren Wohnungen zu kommen? Sie erreichen uns im Tagesgespräch, im Radio bei Bayern 2, im Fernsehen bei ARD Alpha und im Internet bei BR24, überall unter der gebührenfreien Nummer 0800 94 95 95 5. Nochmal 0800 94 95 95 5. Kommen Sie mit uns ins Gespräch. Heute am Mikrofon Stefan Parisius. Berliner Stimmen für Enteignung von Wohnungsbaugesellschaften. Was halten Sie davon, fragen wir heute. Klar, die Aktivisten haben das Ergebnis des Volksentscheids gefeiert. Die Gegner hoffen jetzt, dass er nie umgesetzt wird. Fragen wir unseren Gesprächspartner heute, Ralf Gütert, Geschäftsführer der GWG Wohnungsgesellschaft in Reutlingen. Herr Gütert, rechnen Sie damit, dass es bald schon ein entsprechendes Gesetz zur Enteignung geben wird? Ja, erstmal ein herzliches Willkommen aus Reutlingen an Sie, Herr Parisius. Vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich heute dazu Stellung nehmen kann. Aus meiner Sicht ist das ein vielschichtiges Thema. Kurz gesagt, glaube ich erstmal nicht, dass dieses Ergebnis eine Veränderung herbeiführen wird, die politisch und letztendlich auch gesetzmäßig nachher in eine Form gegossen wird. Bevor wir, was wir sicher ganz ausführlich tun werden in dieser Stunde, über mögliche Lösungen reden, lassen Sie uns vielleicht einmal noch mal kurz zum Problem zurückkommen, weil dass es überhaupt zu diesem Volksentscheid gekommen ist, zur Wohnungsnot in Berlin, zu den extrem steigenden Preisen, das scheint ja zu zeigen, dass der Markt, so wie er jetzt geregelt ist, versagt. Woran liegt es? Ja, da gibt es mehrere Gründe. Historisch gesehen gab es ja viele Jahre in der Bundesrepublik Deutschland gemeinnützige Wohnungsgesellschaften. Es gab politisch auch gewollt entsprechende Förderungsprogramme und man hat sehr stark in diesen Bereich investiert. In den 90er Jahren wurde langsam festgestellt, dass die Bevölkerung sich zurückentwickelt, Leerstände haben sich aufgetan. Und die Politik war natürlich gerade auch in Berlin in einer Situation, dass sie finanziell am Limit war. Aufgrund dessen hat man sich überlegt, welche Möglichkeiten hat man. Und man hat dort fast, muss man sagen, 500 Millionen an Wohnungen veräußert. Jetzt hat sich natürlich vieles verändert. Die Rahmenbedingungen sind andere geworden. Man hat jetzt das Thema Zuzug. Man hat eine Finanzkrise erlebt, die in andere Werte die Finanzinvestoren letztendlich dazu gebracht haben, sich neu zu justieren. Und die Anlageklasse Immobilie wurde eine ganz wichtige. Zumal natürlich der Berlin als Hauptstadt ein Standort ist, der in den Weltstädten im Vergleich natürlich einen preiswerten Wohnraum zur Verfügung stellt und daher Potenziale für Investoren erkennbar gemacht hat. Das alles hat dazu geführt, dass auf einmal eine rasante Nachfrage entstand, abgesehen davon, dass natürlich Berlin eine attraktive Stadt für verschiedene Branchen halt ist. Und das Produkt Immobilie ist leider kein Produkt, was sehr schnell nachzuproduzieren ist, sondern das benötigt, und gerade in der heutigen Zeit, extrem lange Zeiten. Und das führt nun dazu, dass wir sozusagen eine extrem hohe Nachfrage haben, aber gar nicht so schnell produzieren können, wie letztendlich nachgefragt wird. Ja. Was die Berliner jetzt da fordern, also das Schlagwort oben ist Enteignung, am Ende heißt es die Überführung dieser Wohnungen in eine Anstalt öffentlichen Rechts. Wäre das dann wieder sowas wie eine gemeinnützige Wohnungsgesellschaft wie in Reutlingen, wo Sie Geschäftsführer sind? Ja, nun gut, es gibt ja fast in jeder Stadt gemeinnützige Wohnungsgesellschaften, das heißt kommunale Wohnungsgesellschaften, die sich letztendlich darum kümmern, wo der Privatsektor, ich sage jetzt mal im Hinblick auf seine Renditevorstellung,
keinen aktiven, ich sag mal, Geschäftsfelder sieht. Wenn man jetzt das Thema Enteignung annimmt, dann ist es ja so wie jetzt im Augenblick ja auch passiert, dass die Deutsche Wohnung Vonovia Teile der Wohnung an Berliner Kollegen verkaufen. Man darf nur mal eins nicht vergessen, das kostet A, Steuergeld und B, sind dadurch keine neuen Wohnungen entstanden. Das heißt, die Wohnungen sind zwar bei einem anderen Eigentümer, aber letztendlich haben wir nichts gewonnen. Damit ist sozusagen der Nachfrage nichts entgegengesetzt worden. Das ist das Hauptargument ja der Gegner dieser Enteignungen, zu sagen, dadurch entsteht keine einzige neue Wohnung. Wir sprechen nachher noch mit einem Berliner Staatssoziologen, der das ganz anders sieht. Aber jetzt erstmal an die Telefone, wenn Sie mitdiskutieren wollen, 0800 94 95 95 5. Nochmal 0800 94 95 95 5. Und der erste Anrufer kommt gleich aus Berlin, Thomas Rudeck. Grüß Gott. Ja, grüß Gott, Herr Parisius. Ich bin ein großer Freund der direkten Demokratie, weil man ja mit der direkten Demokratie normalerweise auch Volksgesetze auf den Weg bringen kann. Und die Politik hat ja ein großes Problem, wenn es darum geht, Gesetze zu formulieren, dann kommen da ja meistens Kompromisse raus. In der direkten Demokratie sieht das anders aus. Da sind im Grunde genommen, es besteht die Möglichkeit, dass man Gesetze ohne Kompromisse formulieren kann und auf den Weg bringen kann. Und darum finde ich es so schade, dass die Initiatoren bei dem Enteignungsvolksbegehren keine gesetzliche Grundlage geschaffen haben. Es geht ja nur darum, dass die Bürger abgestimmt haben, ja, der Senat soll ein solches Gesetz formulieren. Das heißt, man gibt die Definitionsmacht eines Volksgesetzes genau an die politische Sphäre zurück, die von Kompromissbildung oder auf Kompromissbildung zwingend angewiesen ist. Und ich befürchte, dass wenn der Senat dann in ein, zwei Jahren dieses Gesetz auf den Weg gebracht hat, das Abgeordnetenhaus dem zugestimmt hat, dass dann natürlich die Immobilienwirtschaft dagegen klagen wird, dass diesen Gesetzestext nach Karlsruhe vor das Bundesverfassungsgericht bringen wird und dann das Volksbegehren wieder oder das Volksgesetz kassiert wird. Mhm. Ja, das ist meine große Befürchtung. Und dann bis dahin steigen die Miete explosionsartig weiter. Man muss etwas tun, um der Mietenproblematik in den Großstädten gerecht zu werden. Das kann so nicht weitergehen. Aber wie gesagt, es gibt keine gesetzliche Grundlage. Vor dem Hintergrund denke ich, es ist eine Nebelkerze, die hier gezündet worden ist. Ja, das ist eine spannende Frage, weil das ist genau der Grund, ja, warum es nicht bindend ist jetzt in Berlin, eben, sondern nur diese Aufforderung an den Senat. Anders wäre es gewesen, wenn da tatsächlich ein konkretes Gesetz vorgelegt worden wäre. Wie schätzen Sie das ein, Herr Güthert? Ging es hier in erster Linie auch noch mal vor allem darum, um Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit zu schaffen? Oder steht zu befürchten, dass so ein Gesetz sowieso nicht durchkommt? Ich denke, hier ging es natürlich schon um das Thema Bewusstmachen um die Situation. Und die Schwierigkeit liegt natürlich, wie der Zuhörer auch deutlich gemacht hat, natürlich letztendlich gesetzeskonforme Vorgaben zu machen, die nachher auch was verändern. Und von der Warte her war es wahrscheinlich eher, ich sag mal, der Situation geschuldet, dass jetzt in verschiedenen Standorten in Deutschland einfach eine Wohnungsnachfrage ist, die halt derzeit nicht befriedigt wird. Wie hat sich denn Ihre Situation in Berlin verändert, Ihre Wohnsituation in den letzten Jahren, Herr Rudeck? Ja, ich wohne bei der Deutschen Wohnen und mein Haus wurde auch energetisch saniert. Ich bin mit der Situation relativ zufrieden. Also ich habe da eigentlich keine großen Probleme mit der Deutschen Wohnen. Es gibt sicherlich andere Objekte, die auch von der Deutschen Wohnen verwaltet sind, wo das anders aussieht. Aber das große Problem ist beispielsweise auch Freundin von mir, ist im Hartz-IV-Bezug bedauerlicherweise. Und die muss jetzt einen Teil ihres Regelsetzes schon für die Mieter verwenden. Also und weil eben die Miete so gestiegen ist. Mhm. Ja, und dass die angemessenen Wohnkosten für Hartz-IV-Empfänger bei Weitem überschritten sind. Und die muss jeden Monat tatsächlich von ihrem kleinen Regelsatz 100 Euro für die Miete des privaten Vermieters aufbringen, weil in Berlin eben preiswerter Hartz IV angemessener Wohnraum auch überhaupt nicht vorhanden ist. Ja, also wie gesagt, und da gibt es viele von solchen Menschen, auch die auf Grundsicherung angewiesen sind, die vor einer ähnlichen Situation stehen. Und darum, es muss etwas passieren. Und da ist wirklich die Politik aufgefordert, jetzt hier mal auch andere Interessen zur Seite zu wischen. Über Wohngeld kann man das nicht alles kompensieren. Ich würde mir wirklich wünschen, auch wenn man immer sagt, wir müssen bauen, bauen, bauen. Man kann nicht preiswert bauen. Ja, man kann preiswert nicht bauen. Wer das behauptet, also da frage ich mich auch. Gut, im Genossenschaftsbereich gibt es vielleicht mit Erbrecht und solche Modelle. Aber trotzdem, ich halte das Problem für das Zentralste überhaupt, wenn wir hier tatsächlich auch wieder
zu stabilen Verhältnissen in Deutschland kommen wollen. Jawohl. Und das ist ja nicht nur in Berlin so, sondern ich meine, ähnliche Fragen, Berlin ist sicher ein besonders harter oder umkämpfter Markt, aber andere solche Fragen stellen sich ja auch ja, eigentlich überall in Deutschland, mehr oder weniger. Dankeschön, Herr Rudig. Nach Dachau zu Gabi Schönemann. Hallo. Ja, hallo. Ich habe eine große Lösung, eine kleine Lösung habe ich auch nicht. Ich wollte nur mal einen Gedanken sagen. Ich bin selbstständig, ich habe Geld gespart, ich habe eine Wohnung gekauft. Wenn ich jetzt eine Wohnung kaufe für 300.000 Euro, dann habe ich ja schon circa 470.000 verdient an die Seite gelegt. Und 170 abgeführt als Steuern. Von dem, was ich einnehme, was ich dann investieren kann, habe ich ja schon mal Steuern bezahlt. Mhm. Also habe ich ja dem Staat davon schon mal ein Drittel gegeben. Mhm. Dann habe ich diese Wohnung, zahle ich natürlich noch mal Grunderwerbsteuer. Das ist nicht ganz so schlimm, aber ist auch noch mal was. Und die Mieteinnahmen, die ich kriege, muss ich ja auch noch mal versteuern. Wenn ich 1.000 Euro Miete kriege, bleiben mir ja auch nur 700 Euro. Und ich würde jetzt vielleicht nicht so viel Miete verlangen, wenn ich davon nicht noch mal ein Drittel abführen müsste an den Staat. Mhm. Und das gefällt mir nicht. Und dann stehe ich noch da als der böse Vermieter, der so viel Miete verlangt. Das sieht halt die Allgemeinheit nicht oder die Mieter sehen halt nicht, dass ich ja für diese Wohnung, schon, als ich sie gekauft habe, schon mal ein Drittel abgegeben habe an die Allgemeinheit und von der Miete ja auch nur zwei Drittel in meine Tasche stecken kann. Und dann für die, weiß ich nicht, wenn irgendwas zu machen ist, ist ja klar, muss ich das ja auch bezahlen. Was dazu was ich dann habe, ist halt meine Rente, weil ich halt selbstständig bin und für mich selber sorge und keine Rente kriege vom Staat. Nehmen wir jetzt mal zusammen mit dem, was der Anrufer vorher aus Berlin gerade gesagt hat, dass ja dazu auch noch kommt, dass billig bauen, eine schöne Idee, aber eigentlich nicht möglich ist. Wenn Sie jetzt die Einkommens- und Ausgabensituation beschreiben, Frage an Ralf Günther, würden Sie im Augenblick in Immobilien in Deutschland investieren, angesichts all dieser Unwägbarkeiten vom Bau bis zur Besteuerung? Na, man muss sich natürlich immer fragen, aus welcher Ausgangssituation. Und das, was die Hörerin hier letztendlich beschreibt, ist die Situation, dass, wenn man jetzt für die Rente vorsorgen will, hat man ja in der heutigen Zeit auch nicht mehr sehr viele Möglichkeiten. Wenn man also jetzt sich das Thema Immobilienvermögen anschaut, dann sind die Voraussetzungen, das letztendlich wirtschaftlich zu realisieren und auch selbst nur eine kleine Rendite zu erwirtschaften, um für den Rentenabend etwas vorzusorgen, dann ist das im Hinblick auf die Anforderungen an diese Qualität der Wohnimmobilie, und da bin ich bei dem Vorhörer, das Thema, was wünschen wir uns im Augenblick an Qualitäten in diesen Wohngebäuden und was muss letztendlich dann zukünftig investiert werden und was muss dafür letztendlich natürlich auch von jedem Eigentümer erbracht werden. Und das führt natürlich dazu, dass die Rahmenbedingungen sehr schwierig sind. Ich sage jetzt einfach mal so, der klassische Mietwohnungsbau, der preiswerte Mietwohnungsbau ist ausschließlich eigentlich derzeit was für kommunale Wohnungsgesellschaften. Es gibt hier und da ein paar Ausnahmen. Private bauen hauptsächlich halt im Hochpreisigen oder halt im Eigentumsbauträgergeschäftsgebiet, weil sich dort, sag ich mal, halt die Kosten aus den Anforderungen, die einfach über die Baustandards entstanden sind. Ich sage jetzt nur Klimathematik, Klimazielerreichung, das ist nur ein Spezialthema. Man sonst zu keinen auskömmlichen Renditen jetzt unterschiedlich an den Anforderungen, die jedes Unternehmen oder jeder private Eigentümer daran setzt. Und diese daher grundsätzlich mal zu sagen, würde ich im Augenblick sicherlich das Thema Immobilie sehr dezidiert überlegen, wo ich investiere im Hinblick auf die hohen Erwerbskosten. Und weil das im Zweifel. Weil die Haltezeit ist dadurch natürlich wichtig. Und weil das im Zweifel viele tun, gibt es halt entsprechend auch wieder kein größeres Angebot. Und entsprechend überwiegt auch da die Nachfrage, was dann wieder zu der Situation führt. Jetzt will ich mal zwei Hörer miteinander ins Gespräch bringen. Rudi Krumm in Kraft-Beuren. Grüß Gott, wie finden Sie das Ergebnis der Abstimmung? Ja, ich finde es großartig, weil Wohnen ein Menschenrecht ist und so. Okay, dazu nehme ich. Es wurde schon lange auch gesagt,
Und das ist alles nicht neu oder so. Mit einer Wohnung kann man einen Menschen erschlagen. Und ich möchte dazu sagen, bei dieser Abstimmung in Berlin geht es ja um große Wohnungskonzerne, die mehr als 3000 Wohnungen besitzen und so. Ne? Und da kann man auch sagen, wenn man davon spricht, also von Enteignung oder sowas, ja auch die Mieter werden enteignet, wenn sie aus ihren Wohnungen herausgeklagt werden oder wenn sie ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Und zudem ist Enteignung bei uns im Grundgesetz, zum Glück ist das im Grundgesetz drin möglich. Okay, ich nehme mal, Herr Krumm, ich nehme mal Stefan Rösler in Osnabrück dazu. Ja. Herr Rösler, wie geht's Ihnen, wenn Sie das hören, was der Herr Krumm sagt? Ja, hallo. Also ich finde es also überhaupt nicht großartig, sondern im hohen Maße schwachsinnig. Und ich befürchte, es wird eine sehr teure Aktion werden, denn die Wohnungen sind damals sehr günstig verkauft worden, in einer Zeit, in der es überhaupt keinen Wohnungsmangel gab, und werden jetzt zu einem vergleichsweise deutlich höheren Preis verkauft werden. Dann muss man sich doch vor Augen halten, dass diese Wohnungen ja wahrscheinlich nicht jetzt wieder an die wohlhabendsten Mieter vermietet werden sollen, sondern die sollen ja irgendwie einem sozialen Zweck dann auch zugutekommen, was mit großer Wahrscheinlichkeit in dieser dysfunktionalen Hauptstadt den Aufbau einer Behörde zur Folge haben wird, die in irgendeiner Form eine Berechtigung prüft, so eine Wohnung zu beziehen. Mhm. Dann wird es Probleme geben mit der Festlegung der Preise. Dann wird das Ganze ein sehr teures Unterfangen werden. Das ist in der Vergangenheit immer schon ein sehr teures Unterfangen gewesen, das kommunal gefördert werden musste, also durch Abgaben. Und deswegen haben die Kommunen davon ja auch Abstand genommen. Ja, Herr Krumm, was sagen Sie dazu? Die hätten gekonnt. Ja, also wir wissen das ja, also dass es zum Beispiel auch gewerkschaftliche Aktivitäten gab, um Wohnungen zu bauen, um das Sozialwohnungen, und dann brauchen wir natürlich Gesetze, dass Wohnungen nicht so schnell, die mit Sozialgeld gebaut wurden, nicht so schnell aus der Preisbindung herausfallen und so. Und zugleich, auch wenn gesagt wird, bauen, bauen, bauen und so, dann ist auch schon mal gesagt worden, dann ist es ja auch ein Problem. Inzwischen weiß man, es sind gar nicht die Bauarbeiter da, es sind auch nicht die Materialien da. Ich höre es also vom Bekannten von mir, die eben im Baugeschäft sind und so nicht, dass das alles gar nicht so einfach ist. Und ich finde einfach, das ist ein Anstoß. Muss die Regierung in Berlin und es müssen die Regierungen auch in ganz Deutschland müssen darüber nachdenken, dass Wohnen ein immer größeres Problem und dass immer weniger Menschen einfach in der Lage sind, diese Wohnpreise zu bezahlen. Herr Rösler, wenn Enteignung also Ihrer Meinung nach keine Möglichkeit ist, was kann dann helfen? Also im Grunde wäre es günstiger, wenn man halt statt solcher Förderungen wie dem Wohngeld den Leuten eher dazu verhilft, selbst Eigentümer zu werden. Das ist also eine Politik, die von vornherein total falsch gelaufen ist. Vermögensbildung hätte man durch Eigentumsbildung bewerkstelligen müssen, also ein Wohneigentum. Und dann die Forderung, halt zu sagen, Wohnen ist ein Menschenrecht, das kann man wohl sagen, aber dann kann man nicht gleichzeitig sagen, Wohnen mit einem bestimmten Standard ist ein Menschenrecht. Also man kann nicht gleichzeitig sagen, jeder wohnt, und dann gleich die Forderung stellen, ja, aber dann mit Balkon, Badewanne, Gästeklo und 25 Quadratmeter pro Person. Mhm. Das beides wird sich nicht vereinbaren lassen, weil uns dafür einfach die Ressourcen fehlen, wie ja gerade schon richtig ausgeführt worden ist. Wir haben nicht den Boden, wir haben nicht das Material. Ich denke, ich erinnere jetzt mal an die Holzknappheit. Wir können auch nicht ewig viel mehr Zement produzieren. Das alles ist im höchsten Maße umweltbelastend. Und wenn dann im städtischen Raum nachverdichtet werden soll, dann sind die gleichen Leute, die halt dann vielleicht in ihrem Hinterhof, der jetzt noch schön begrünt ist, irgendein Betongebäude wachsen sehen, auf einmal massiv dagegen. Ja. Und Bürgerinitiativen, das gibt es in Berlin auch. Also auf der einen Seite kann man natürlich sagen, es ist ein ganz großes, eine große Errungenschaft, dass das Tempelhofer Feld nicht bebaut worden ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, damit kommt man einem Mangel an Wohnraum eben auch nicht entgegen. Ja, und das alles noch vor dem Hintergrund, danke schön, Herr Krumm und Herr Rösler, das alles noch vor dem Hintergrund dieser Langfristigkeit, Herr Güter, die Sie ja gesagt haben, dass also man nicht in der Lage ist, jetzt etwas zu sagen und nächstes Jahr oder übernächstes Jahr sind all die benötigten Wohnungen dann da, die Preise sinken lassen. Was schätzen Sie denn, wie lange es dauern würde, wie viele Jahre, wenn da jetzt wirklich Bauen, Bauen, Bauen käme, bis der Markt sich halbwegs normalisiert hat? Wie sind die Vorlaufzeiten?
Also je nach Region sind die relativ unterschiedlich. Wir haben derzeit, sag ich mal, Projektzeiten, die laufen von 2 bis sogar zu 10 Jahren. Wir haben ja Rahmenbedingungen, sag ich mal, die erfordern natürlich in der heutigen Zeit sehr viel mehr Mitsprache. Und diese partizipativen Prozesse, die führen natürlich dazu, dass man auch auf jedes Gut, ob es jetzt seitens der Umwelt, sei es jetzt der Natur, sei es der Pflanzenwelt, der Tierwelt, aber auch der Menschen, der Nachbarschaften. Und für alles muss sozusagen im Vorfeld eine Antwort und eine verträgliche Lösung ins Auge gefasst werden. Und das führt halt dazu, dass wir halt Realisierungsphasen haben, die in sehr langen Zeitzyklen derzeit abgebildet werden. Und dabei auch noch eine wichtige Rolle spielen eben bei der Frage, wie sich der Markt entsprechend bewegt, sagt unser Gesprächspartner Ralf Gütert, Geschäftsführer der GWG Wohnungsgesellschaft in Reutlingen. Jetzt ist es 12:55. Sie hören das Tagesgespräch in Bayern 2 oder sehen es bei ARD Alpha oder im Internet bei BR24. Wenn Sie mitdiskutieren wollen über die Frage Berliner Stimmen für Enteignung von Wohnungsbaugesellschaften, was halten Sie davon? Dann rufen Sie gerne an 0800 94 95 95 5. Nochmal 0800 94 95 95 5. Ich bin jetzt verbunden mit dem Stadtsoziologen an der Humboldt-Universität zu Berlin, André Holm. Grüß Gott, Herr Holm. Ja, schönen guten Tag, Herr Holm. Herr Parisius. Enteignen ist das Schlagwort der Aktivisten. Vergesellschaften wäre ja eigentlich richtiger, weil die Wohnungskonzerne müssten ja auch entschädigt werden. Und zwar mit Milliarden. Über die klamme Situation von Berlin vor ein paar Jahren haben wir schon gesprochen. Die ist heute nicht viel anders. Wer soll das bezahlen? Na, das ist wahrscheinlich wirklich die zentrale Frage, wie hoch wird die Entschädigungshöhe ausfallen. Da gibt es ja eine Reihe von Diskussionen. Die Senatsverwaltung hat Gutachten anfertigen lassen und kommt so auf Werte von bis zu 38 Milliarden Euro. Die Initiative selber geht von 8 Milliarden Euro aus. Und der Hintergrund ist, glaube ich, relativ deutlich, dass man sich darüber einigen muss, was tatsächlich entschädigt wird. Also muss eine Entschädigung für eine Vergesellschaftung und Sozialisierung zum Marktpreis erfolgen oder wird man da einen anderen Wertmaßstab finden? Also dass man beispielsweise eine Ertragswertberechnung anfertigt. Und das wird ein Punkt sein. Wie soll es bezahlt werden? Das ist eine zentrale Frage, auch in den Berliner Diskussionen gewesen. Und letztendlich kann man sagen, auch eine Entschädigung wird gezahlt wie jede andere Immobilienfinanzierung über Kredite, die dann aus den laufenden Mieteinnahmen finanziert werden. Also das ist deshalb sozusagen völlig unlauter, wenn die Höhe dieser Preise dem Berliner Haushalt gegenübergestellt wird, weil völlig klar ist, es werden weder 8 noch 38 Milliarden dem Berliner Haushalt entzogen, sondern die Gesellschaft, die dort gegründet werden soll, die Anstalt öffentlichen Rechts, wie es die Initiative vorschlägt, die wird einen Kredit aufnehmen, wird daraus die Entschädigung bezahlen und muss dann die Rückzahlung aus den Mieten refinanzieren. Ja, und das geht ja auch um 240.000 Wohnungen, wo also auch jeden Monat und jedes Jahr viele Mieten zusammenkommen. Also wird oder würde, je nachdem, ob und was da umgesetzt wird. Wir hatten vorhin in unserer Sendung schon mal die Frage, und Sie sind ja relativ nah dran, vielleicht können Sie was dazu sagen, warum eigentlich jetzt in diesem Volksentscheid kein konkretes Gesetz vorgelegt wurde, was dann ja eine Verbindlichkeit für die Politik zur Folge gehabt hätte, sondern warum das nur auf diese Aufforderung rausgelaufen ist, an den Senat da eben eine entsprechende Umsetzung zu machen. Ja, ich glaube, dass Herr Gütert da schon einen richtigen Hinweis vorhin gegeben hat. Dieser Artikel 15 im Grundgesetz, also der diese Sozialisierung vorsieht und ermöglicht, der ist ja noch nie angewandt worden. Und das heißt, da wird tatsächlich ein sehr gründlicher Gesetzgebungsprozess und ein Prüfungsprozess dieses Gesetzes stattfinden müssen. Und ich glaube, dass dort die Initiative auch die Kräfteverhältnisse ganz gut eingeschätzt hat und gesagt hat, dass eine Initiative, die ja überwiegend aus Laien und Ehrenamtlichen besteht, ein so kompliziertes Gesetz vielleicht nicht fehlerfrei formuliert. Und es gab in Berlin ja schon 2015 den sogenannten Mietenvolksentscheid, wo die Initiative einen sehr detaillierten Gesetzentwurf mit 50 Paragraphen vorgelegt hat. Und der ist zum Teil dann nicht umgesetzt oder konnte zum Teil nicht umgesetzt werden, weil da kleine handwerkliche Fehler drin waren. Und von daher, glaube ich, ist es richtig, dass die Initiative gesagt hat, wir wollen ein politisches Votum haben, wir wollen einen politischen Auftrag geben und der Gesetzgeber, in dem Fall also das Land Berlin und der Senat in Berlin, der ist beauftragt, dieses Gesetz dann entsprechend umzusetzen. Und letztendlich
zeigt es sich ja auch, das ist eine sehr polarisierte Diskussion bisher in Berlin. Also wenige sind im Parteienspektrum dafür. Und auch wenn man die Medien liest, dann ist es ein großer Gegenwind gegen diese Initiative. Und das ist vielleicht auch nochmal eine Chance, dass in diesem Gesetzgebungsverfahren da tatsächlich die unterschiedlichen Positionen auch nochmal zueinander finden und den Auftrag, den die Berliner und Berlinerinnen ihnen gegeben haben, dann tatsächlich sachgerecht auch umsetzen. Dieser Gegenwind kommt immer wieder auf, auch das hatten wir schon, durch dieses Argument, dass durch diese Vergesellschaftung oder Enteignung keine einzige neue Wohnung entsteht, sondern vielmehr Investitionen vor Sanierungen oder Neubauten abgeschreckt würden. Können Sie das gar nicht nachvollziehen? Nee, das ist ja sozusagen taktisch richtig. Das ist ja so, wie ein Regenschirm auch nicht dafür sorgt, dass die Sonne scheint, sondern vor Regen schützen soll. Und wir müssen bei all diesen Diskussionen über die Wohnversorgung, glaube ich, deutlich machen, dass Wohnungsnotlagen immer aus mehreren Komponenten bestehen. Das besteht in Berlin aus der Komponente, dass es zu wenig Wohnungen gibt und zu wenig bezahlbare Wohnungen gibt. Das besteht aber eben auch aus der Komponente, dass im Bestand und die allermeisten Mieterinnen und Mieter wohnen ja bereits im Bestand, also diese 1,6 Millionen Mieterinnen, die wir in Berlin haben. Und wenn da ein großer Teil Angst vor Mieterhöhungen hat und nicht genau weiß, ob die Miete nächstes Jahr bezahlen kann oder, wie wir vorhin gehört haben, von dem Hörer aus der Grundsicherung draufzahlen müssen, dann ist das Problem sozusagen nicht einfach nur durch Neubau zu lösen. Eine gute Wohnungspolitik braucht immer beide Komponenten. Und von daher ist es für mich unverständlich, dass es so gegeneinander ausgespielt wird. Also mit dem gleichen Argument könnte ich ja sagen, Neubau bringt überhaupt nichts, weil das ja an den derzeitigen Mieterhöhungen und Verdrängungsspiralen in der Innenstadt nichts ändert. Da würde man auch wenig dazu sagen können. Und ich glaube, man muss beides machen. Okay, also und von daher ist das aus meiner Sicht ein Scheinargument, weil in den letzten Jahren ja deutlich geworden ist, nur der Neubau verändert die sozialen Mietsituation nicht. Das sehen wir an Hamburg, da wird viel gebaut, das ist mal das Musterbeispiel. Trotzdem sind die Mieten in Hamburg sehr stark gestiegen und es gibt dort über 50% von Haushalten, die überhöhte Mieten zahlen. Ja. Also das eine tun, ohne das andere zu lassen. Im Zweifel, Sie waren ja auch kurz mal Staatssekretär für Wohnen in Berlin, haben also da ein bisschen Innensicht. Was schätzen Sie, was jetzt passiert, wie lange wird es dauern, bis da tatsächlich irgendein Gesetzentwurf ins Rollen kommt? Na, im Moment sind wir in der Situation, dass wir noch nicht mal wissen, wer der nächste Senat ist und wie der zusammengesetzt ist. Also das ist sicher der erste Schritt, dass es jetzt diese Sondierungsgespräche und dann Koalitionsverhandlungen gibt. Mit diesem sehr, sehr starken Votum von 56% Zustimmung für das Volksbegehren wird, glaube ich, jede Regierungskoalition das in irgendeiner Weise berücksichtigen müssen. Da muss man sich jetzt überlegen, wie der Auftrag in der Koalitionsvereinbarung dann umgesetzt wird. Ich fände es sehr sinnvoll, dass es eine überparteiliche Kommission gibt, die vielleicht eingesetzt wird, wo auch die Initiative dran beteiligt ist und die Parteien, die dann in der Regierung sitzen, um eben gemeinsam diesen Willen der Berlinerinnen und Berliner umzusetzen. Vielen Dank, André Holm, Staatssoziologe an der Humboldt-Universität Berlin. Dankeschön und schönen Tag noch. Bitteschön. Tschüss. Servus. Ihnen nochmal die Nummer 0800 94 95 95 5 0800 94 95 95 5. Gewählt hat sie Hildegard Scheirer. Grüß Gott. Grüß Gott an alle zusammen. Ich möchte mich noch mal ganz kurz auf den Beitrag auch von der Frau Schönemann beziehen und die da vorgerechnet hat, was man erst für Kosten hat. Da muss ich sagen, wie in Bayern, also jetzt, ich lebe ja hier in Bayern, die Wohnungen der neuen Heimat weiterverkauft wurden, haben die Erwerber keine Grunderwerbsteuer zahlen müssen. Da gibt es nämlich einen Trick, man erwirbt nicht 100%, sondern so ein klein bisschen weniger. Und dann kann man sich die Grunderwerbsteuer sparen. Wenn man natürlich, wie Frau Schönemann und auch mein Mann und ich, eine Wohnung kauft, dann greift der Trick natürlich nicht, denn ich muss die Wohnung ja ganz kaufen. Und da muss ich sagen, also wir haben eine kleine Wohnung gekauft, mein Mann und ich, eine einzelne, haben natürlich die Grunderwerbsteuer gezahlt, aber ich kann sie trotzdem relativ günstig vermieten, weil ich eben nicht die Kredite auf die Miete umlege. Wenn man das nämlich macht, dann ist es natürlich eine ganz tolle Verzinsung. Und da muss ich sagen, wenn ich mir ein Auto kaufe, dann ist das nach einigen Jahren viel weniger wert. Die Wohnung wird aber allein, dass ich sie behalte, viel mehr wert, ja, und ich habe überhaupt nichts dazu getan.
Und wenn man aber nur eine normale Verzinsung wie bei einer Bankanlage rechnen würde, dann würden die Mieten vielleicht auch nicht ganz so steigen. Ja. Also vor allen Dingen, ich meine, wenn Sie aus München anrufen und in München eine Wohnung gekauft haben, dann haben Sie das... Unter Schleißheim. Ja, na, also auch aber da haben Sie in den letzten Jahren mit Sicherheit allein schon von der Wertsteigerung, aber ja, halt richtig Glück gehabt. Gab ja auch andere Zeiten. Dankeschön, Frau Scheirer. Lassen Sie uns mal, weil Sie gerade auch von den Großen gesprochen haben, Herr Güthert, lassen Sie uns mal kurz über diese Großen sprechen, also Deutsche Wohnen, Vonovia, das sind immer so die Namen, die da rumgeistern und es wird dann immer von diesen großen Wohnungskonzernen gesprochen. Das sind aber auch alles Aktiengesellschaften. Gerade hat es da diese Übernahme auch gegeben. Wer steckt denn da tatsächlich dahinter? Also sind das wirklich irgendwelche großen, dunklen Investoren, die sich da nur bereichern wollen? Oder wo ist da die Mitgliedschaft? Ja, letztendlich ist die Immobilie eine Assetklasse geworden. Und bei diesen Gesellschaften, die Aktiengesellschaften sind, hat natürlich jeder die Möglichkeit, diese Aktien zu erwerben. Und nun ist mir jetzt nicht genau bekannt, wie die Aktienstruktur sich zusammensetzt, die Aktionärsstruktur. Aber es gibt natürlich sehr viele Lebensversicherungen, sehr viele Fonds und damit auch sehr viele Kleinsparer, die sich über diese Anlagemodelle dann natürlich eine entsprechende Rendite in ihrem Portfolio sichern. Das heißt, man muss natürlich auch hier betrachten, dass diese Gesellschaften letztendlich auch einen anderen gesellschaftlichen Zweck haben. Und im Hinblick darauf ist das natürlich ein bisschen ein Konterkarieren der ja, eigentlich eine Aufgabenstellung. Also es sind jedenfalls nicht nur dunkle, böse Immobilienhaie, die da dahinter stecken. Herbert Neumeister, der nächste Anrufer in Oberhausen bei Weilheim. Hallo. Grüße Gott zusammen. Servus. Es war ja schon mehrfach das Thema Finanzierung der Immobiliengesellschaften angesprochen. Und ich wollte jetzt hier nochmal, gerade weil der Fokus ja auf den kapitalmarktorientierten Finanzierungsgesellschaften gelegt wurde, mit der Enteignungsinitiative natürlich auch, darauf hinweisen, dass ja die auch ganz erhebliche Steuersubventionen bekommen. Ja? Die genießen Gewerbesteuerprivilegien, das hat man mal eingeführt, wie diese Immobilien vor 20 Jahren an den Markt gebracht werden sollten, die sogenannte REIT-Gesetzgebung, da hat man das mal eingeführt und die besteht ja jetzt nach wie vor. Ja, das heißt also, wenn ich über einen Grundrechtseingriff spreche, dann müsste ich ja erst einmal mich darüber zuerst orientieren, wie denn ein milderes Eingriffsmittel in den Markt korrigiert werden kann und wie dort Veränderungen stattfinden könnten. Und mit dem Grundrechtseingriff meinen Sie natürlich den Grundrechtseingriff ins Eigentum. Genau, ich nehme mal Günter König in Poing dazu. Sie sehen einen ganz anderen Grundrechtseingriff. Ja, hallo. Die Sache ist die, der Soziologe oder wie auch immer, der Herr Holm, ja. Der Herr Holm meinte ja, am Beispiel Hamburg, da würde viel gebaut. Nun, ich behaupte einfach, da wird einfach nicht genügend viel gebaut. Genügend viel gebaut ist, wenn ein leichter Leerstand vorhanden ist. Ja? Das heißt, im Grunde ist es doch so, das ist wie am Bauernmarkt auch, sobald ein Überangebot da ist, sinkt der Preis. Mhm. Und der limitierende Faktor ist doch immer die genehmigende Behörde, die nicht ausreichend Bauland ausweist. Denn Bauherren werden so lange bauen, solange es für sie attraktiv ist. Und zurzeit wird ja dringendst überall, also Münchner Umland und so weiter, nach Bauland gesucht, aber es wird kaum eines ausgewiesen. So würde man mehr ausweisen, dem Bedarf nachkommen, dann würde, egal wer es finanziert, ob das ein privater Bauträger ist oder ein Wohnungsbaugenossenschaft oder wer auch immer, würde zu erschwinglichen Preisen finanzieren können und natürlich dann auch vermieten können. Der muss ja dann auch in Konkurrenz treten mit den anderen Anbietern und nicht mehr die Mieter müssen in Konkurrenz treten mit den noch zahlungskräftigeren Mietern. Wenn sich 11 Mieter um 10 Wohnungen drängen, ist klar, dass der Preis steigt. Wenn sich 9 Mieter um 10 Wohnungen drängen, ist klar, dass der Preis fällt. Ich wollte noch mal im kurz Grunde zurück zu dem... Also die öffentliche Hand, hätte es die öffentliche Hand, also sprich die der Berliner Senat zum Beispiel, in der Hand durch Ausweisung von Bauland den Preis zu regeln. Mhm. Darf ich kurz nochmal, Herr König, zurück zu dem Argument von Herrn Neumeister, der über diesen Grundrechtseingriff sprach. Der meinte das Grundrecht auf Eigentum. Würden Sie das genauso sehen oder sehen Sie andere Grundrechte, die da auch bedient werden müssen?
Naja, also wem jetzt etwas gehört, sei es in Form von Aktienbeteiligung an Wohnungsbaugenossenschaften oder jemand, der eben eine oder 10 Mietwohnungen besitzt, den kann man sie eigentlich nicht entreißen oder enteignen, erst recht nicht zu einem minderen Preis. Mhm. Vor allem, es ist ja damit auch nichts gewonnen. Also momentan ist es ja so, der Preis ist deshalb hoch, weil wir zu viele Bewerber für zu wenige Mieten, zu wenige Wohnungen haben. Ja, Herr Neumeister, Die Preise sind natürlich auch deswegen hoch, weil der Wohnraumverbrauch stetig steigt. Ja, wir haben eine alternde Gesellschaft und der Umzug von einer über 20 Jahre, 30 Jahre im sozialen Rechtsbestand gehaltenen Wohnung in eine marktpreisige Wohnung, die ist natürlich aus der Haushaltssicht immer schlecht. Vor allen Dingen, weil sich ja auch dann im Alter möglicherweise die Ansprüche an Größe und Ähnliches mehr verändern. Da könnte also Herr Gütert eigentlich ja möglicherweise mehr Wohnraum frei werden, wenn Menschen im Alter nicht fürchten müssten, dann für eine kleinere Wohnung plötzlich mehr zu bezahlen als für eine größere. Ja, das ist tatsächlich die Herausforderung, mit der wir tagtäglich umgehen. Wir haben also auch eine Wohnungsgesellschaft, wo bei uns auch Genossen sind, weil wir auch eine Wohnungsgenossenschaft halt haben. Und dort ist es so, dass wir schauen, dass halt ältere Menschen, das ist das, was der Hörer gerade berichtet hat, dass halt ältere Menschen natürlich im Hinblick auf ihre familiäre Entwicklung einfach ihre Lebensgröße, sprich ihr Umfeld, sich einfach verkleinert halt hat. Und da würden sie halt gerne umziehen. Das Problem ist einfach, dass tatsächlich der Neubau teurer ist als sozusagen die Altbauwohnung. Da fahren wir inzwischen entsprechende Modelle, um das zu kompensieren. Aber da muss man halt schon eine sehr sozial verträgliche, und das ist auch der Grund, warum wir bei Mainvermieter auf die Unternehmen, die damit, sag ich mal, sehr ressourcenschonend, aber auch sehr verantwortungsvoll umgehen, darauf hinweisen wollen. Also das ist ein Siegel, das Sie mit ins Leben gerufen haben, dieses Mainvermieter, was einem auf der Wohnungssuche erleichtern soll, ja, faire Vermieter zu finden. Genau, wir wollen einfach damals, wir wollen sozusagen im Gleichklang natürlich mit den ganzen anderen Gesellschaften, die sich um die Verbänden, die sich um das Thema Wohnungsbau kümmern, wollen wir einfach die Blickrichtung noch mal ein bisschen schärfen, aber letztendlich auch eine Orientierung halt bieten für Mieter, aber natürlich auch für Banken, für Investoren. Wer geht, sag ich mal, mit dieser Ressource, soweit es die Rahmenbedingungen ermöglichen, sachgerecht halt um? Und da haben wir uns Kriterien überlegt und haben halt gesagt, das könnte eine gute Möglichkeit sein, zu differenzieren und eine bessere Orientierung am Markt zu bieten. Und sehen Sie da auch von privaten Vermietern eine Bereitschaft, tatsächlich mit reinzugehen? Oder sind es dann in erster Linie wirklich gemeinnützige Gesellschaften, so wie Ihre? Also Vonovia haben Sie vermutlich nicht mit dem Label, oder? Nein, also im Augenblick ist es so, dass es natürlich Gesellschaften sind, die auch diese Kriterien erfüllen. Und die sind manchmal natürlich auch ein wenig selbstlos oder stellen mehr die gemeinschaftlichen Interessen in den Mittelpunkt und haben natürlich auch andere, ich sag mal, Renditehorizonte. Bei uns sind das, sag ich mal, 40, 50 Jahre, wo sich erst eine Wohnung tragen muss. Das ist natürlich bei jemandem, der vielleicht kurzfristige Renditeerfolge haben muss, ein anderes Ziel. Aber daher geht es hauptsächlich natürlich wahrscheinlich an Gesellschaften, die Genossenschaften sind, aber auch Private, die ich auch kenne, die dort sehr sozial sozusagen und fair mit ihren Mietern umgehen. Das gibt es ja auch, auch im Privatbereich. Gute Viertelstunde haben wir noch im Tagesgespräch und noch einmal die Nummer 0800 94 95 95 5. Wir gehen wieder nach Berlin zu Carlo Dietl. Haben Sie abgestimmt? Ja, ich habe abgestimmt. Ja, vor einigen Wochen schon. Natürlich für die DW Enteignen gestimmt. Und ein sehr mutiges Zeichen, dass 56%, so ziemlich genau die gleiche Wählerschaft, die auch für eine Fortsetzung von Rot-Rot-Grün ist, in die Richtung abgestimmt hat. Aber interessant, dass trotzdem die dann auch die Frau Giffey teilweise gewählt haben, die ja von vornherein gesagt hat, nee, Enteignungen sind ihr es nicht. Ja, ich meine, das soll Frau Giffey halt zur Kenntnis nehmen und vielleicht auch in ihre Überlegungen einbeziehen, dass sie eben nicht diese Deutschlandkoalition anstrebt, sondern mit denen weiter zusammenarbeitet, die Berliner Bevölkerung gerne haben möchte. Natürlich ausgerechnet in meinem Heimatbezirk hier in Reinickendorf, da hat durch die Mehrheit, also der CDU gestimmte Bezirk, hat gegen die DW-Enteigner gestimmt. Aber insgesamt zeigt es doch, dass die Berliner gerne eine Gesellschaft haben wollen. Man kann viel von dieser dysfunktionalen Stadt sprechen, aber
doch eine Stadt haben wollen, die ja eine gemeinschaftliche Stadt ist und die eine soziale Komponente hat und nicht nur dem Markt gehorcht. Weil darum geht es ja eigentlich bei dieser ganzen Geschichte. Es geht jetzt nicht darum, in erster Linie mehr Wohnraum zu schaffen, das kann man natürlich nicht, aber es geht darum, den Mietenmarkt zu regulieren und wieder in ein normales Fahrwasser zu bringen. Und das wird hoffentlich erreicht. Man muss gucken, ob die Politik das umsetzt. Mhm. Frau Giffey macht da nicht viel Mut, aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Und die Sorgen, die wir auch schon gehört haben in der Sendung, dass da eine Monsterbehörde entsteht, die eine knappe Viertelmillion Wohnungen plötzlich zu verwalten hätte und ein irrer Bürokratismus sich aufbaut, haben Sie nicht? Die habe ich nicht, nein. Ja. Es gibt genug Bürokratie in Berlin, auf den verschiedensten Ebenen, nicht, aber selbst eine Bundesbehörde. Aber dass da neue Behörden geschaffen werden müssen, das sind so Schreckgespenster, die da aufgebaut werden, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, nein. Okay, dann schauen wir, wie es weitergeht. Dankeschön, Herr Dietl. Wie ist denn das bei Ihnen? Wie schätzen Sie das ein, Herr Gütert? Wie viele Wohnungen verwalten Sie in Reutlingen mit der GWG, die Sie da haben? Und was glauben Sie, was für ein Apparat wäre nötig, um 250.000 enteignete oder vergesellschaftete Wohnungen dann plötzlich zu verwalten? Also bei uns, wir bewirtschaften derzeit 10.000 Wohnungen, davon sind ca. 7.500 Wohnungen eigene Wohnungen, die anderen Wohnungen sind in Eigentümergemeinschaften. Ich glaube, dass, sage ich mal, die Infrastruktur in Berlin, es gibt ja da 7 Wohnungsgesellschaften städtisch, die sich sicherlich, sage ich mal, auch diese Ressourcen aufteilen könnten und dann würde ich das wahrscheinlich, wenn man darüber überhaupt nachdenkt, dann besser finden, dass sozusagen diese Gesellschaften sich um die Bewirtschaftung kümmern und dort eher Personal aufbauen, aber dort sind sie ja letztendlich geübt in dem Umgang mit dieser Wohnungsvergabe und wie man dort die Wohnungen halt managt. Daher würde ich sicherlich, wenn dann überhaupt nichts für sinnvoll erachten, eine neue Gesellschaft zu gründen. Ist ja auch die Frage, ob man da möglicherweise die Finanzierung auf der einen Seite, die Bewirtschaftung auf der anderen Seite hat. Das ist aber ja alles jetzt wirklich sehr in die Glaskugel geschaut, solange es überhaupt noch gar nicht klar ist, ob und was da am Ende in Gesetzesform gegossen wird. Manfred Endres in München, hallo. Ja, hallo, hier, Endres. Grüß Gott. Grüß Gott, ja, freut mich, dass ich hier drankomme. Links los. Ja, also zu dem Thema Vergesellschaftung hätte ich also eine kurze Anmerkung, ja, weil es immer heißt, also dass keine neue Wohnung entsteht, also auf diese Weise. Das ist richtig, aber diese Wohnungen, die werden halt dem Markt, den Verwertungsinteressen des Marktes entzogen. Das heißt, dass damit also mal also diese eklatanten Mietsteigerungen, dass das also dem Boden entzogen werden könnte. Frage ist ja, dann habe ich jetzt also auch eben ein praktisches Beispiel also hier in dem Haus, wo ich wohne. Da wurde jetzt eine 2,5-Zimmer-Wohnung verkauft, die hat bisher warm 900 Euro gekostet. Ich wohne jetzt 12 Jahre hier und ich weiß, dass in diese Wohnung ist nichts investiert worden. Da ist mindestens 30 Jahre alte Küche und entsprechendes Bad drin. Und der neue Eigentümer verlangt jetzt also 250 Euro mehr. Die Stadt akzeptiert das, weil sie froh ist, dass die Familie, die alleinerziehende Mutter mit 3 schulpflichtigen Kindern, eine Wohnung hat. Das heißt also, da kann der Eigentümer, der kann da einfach also jetzt, einen guten, starke Rendite machen. Und das wird einfach steuerfinanziert. Ja. Und die spannende Frage ist ja tatsächlich, wie sich dann so ein Markt entwickelt würde, eben oder aber auch, weil Sie sagen, da sind 30 Jahre alte Küchen und Klos und so weiter drin. Gibt es da denn Erfahrungen, Herr Gütert, oder Annahmen? Also wenn man jetzt wirklich diese 240.000 Wohnungen so aus dem Markt nehmen würde, dass sich die Finanzierung dann letztlich über die Mieten deckeln würde. Dann bleibt ja für Sanierungen und Ähnliches, das im Augenblick ja sehr gefragt ist und was ja auch zu einem Großteil der Kosten beiträgt und der Kostenexplosion, wie Sie gesagt haben, nur jetzt wieder im Sinne von Klima, Umwelt, anderen Belastungen gedacht, da wird wenig saniert werden dann in diesen 240.000 Wohnungen, oder? Absolut. Also ich glaube, wir müssen mal von dieser jetzt, abgesehen von der Wut, die sich, sag ich mal, in einer gewissen Bevölkerungsgruppe, ich sag mal, einfach in dieser Enteignungsthematik gemündet hat, muss man einfach mal sagen, wie sieht die Situation aus? Wir haben im Augenblick Standards für uns in den letzten Jahrzehnten entwickelt im Wohnungsbau, die KfW 55, also energetisch sehr
effiziente Gebäude, die aber natürlich fordern, dass sie entsprechende Baukosten produzieren. Wir haben Rahmenbedingungen, dass natürlich wir Klimaziele erreichen wollen. Und das Thema Fridays for Future ist allen, sag ich mal, gerade jetzt vom letzten Freitag her auch nochmal sehr deutlich gemacht worden, dass das Klimaziel, was wir vorhaben, bedingt nicht nur, dass wir, ich sag mal, automäßig, mobilitätsmäßig uns verändern, sondern wir müssen darüber nachdenken, wie unsere alten Gebäude in diese Klimaziele kommen. Und diese, wie Sie richtigerweise sagen, ganzen Investitionen zum Thema alleine nur Klimaziele, weil die Gebäude, die nachher oder die Wohnungen, die veräußert werden, die nachher in diesem Paket drin sind, das sind ja nicht die Wohnungen, die Klimaziele sind, sondern das sind letztendlich Wohnungen, die erstmal dahin gebracht werden müssen. Weil eins muss man auch sagen, dieses ganz preiswerte Wohnen, das bilden wir auch nur über unsere Bestandswohnungen ab. Sämtliche Neubauwohnungen, selbst die Sozialwohnungen, sind ja nicht in dem Mietensegment, was man sich hier vorstellt. Das bedingt aber, dass diese Gebäude eigentlich nicht die Gebäude sind, die wir in den nächsten Jahrzehnten hier sehen wollen. So, und da muss man sich eigentlich, glaube ich, viel mehr gemeinsam darüber Gedanken machen, nicht wo man Deckel einzieht oder enteignet, sondern wie schaffen wir es gemeinsam, unsere technischen Voraussetzungen entweder nochmal zurückzuschrauben oder, wie auch richtig heute auch schon angesprochen, unsere Wohnbedarf, die Größenordnung, wie wir wohnen, zu verkleinern, einfach unsere Ansprüche weiter zurückzufahren, weil sonst ist das nicht zu schaffen. Man kann nicht immer sagen, man will halt gewissen Wohnraum haben und möchte aber nur 4,50 Euro bezahlen. Und da macht sich letztendlich ein Spagat auf oder da dreht sich eine Spirale der Argumentation, die uns, glaube ich, nicht weiterhilft in der Entwicklung kreativer Ideen, wie wir dieses Thema lösen. Vielleicht hat Therese Seidel in Burghausen eine kreative Idee. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, meine Idee, meine Gedanken, die ich mit einbringen möchte, lautet, dass vielleicht auch Ballungszentren nicht die einzige Möglichkeit ist zu wohnen, sondern auch mal in Nordbayern, wo vielleicht die Städte oder Orte eher ausbluten, Arbeitsplätze und Infrastruktur geschaffen werden sollen. Dass sich nicht alles auf die Ballungszentren konzentriert. Nicht jede Arbeitsstelle muss ja in München und rundum sein. Oder in Berlin, ja. Genau. In der Nähe ist die schöne Uckermark, aber da kriegen Sie günstig Wohnungen, glaube ich. Ja, genau. Und ich glaube, das wird viel zu sehr in den Hintergrund gestellt, dass es auch eigentlich günstige Wohngegenden gibt. Aber jeder will halt da wohnen, wo halt am meisten wahrscheinlich geboten wird. Ja, Sie aber nicht? Es muss nicht jeder dort wohnen. Sie nicht? Nein, wollen Sie da wohnen, wo am wenigsten geboten wird? Ich denke, das muss jeder für sich vereinbaren. Genau. Aber auf der anderen Seite, Herr Güter, ich glaube, das ist nicht irgendwie absehbar, dass da tatsächlich eine Bewegung wäre. Oder das ist schon so, oder sehen Sie, dass es schon so schlimm ist von den Preisen her? Weil auch das würde sich ja dann wieder regeln, wenn wir von dem Markt ausgehen, dass es von den Wohnungspreisen ja schon so schlimm ist, dass tatsächlich da eine Stadtflucht einsetzt, weil man sich es einfach nicht mehr leisten kann? Ich glaube schon, es ist ja letztendlich schon immer so gewesen, dass man letztendlich schaut als Mieter, wo kann ich wohnen, wo kann ich es mir leisten. Zumindest ist das, sage ich mal, meine Herangehensweise. Ich habe jetzt nicht den Anspruch zu sagen, der Staat muss mir eine Wohnung in bester Lage direkt neben meinem Arbeitgeber zur Verfügung stellen und möglichst im Grünen und wunderschöne Rahmenbedingungen. Aber ich möchte gerne das Beispiel von der Hörerin gerade mal nehmen. Ich hatte gerade letzte Woche einen Termin in Berlin und dort gibt es Brandenburger, die wunderschöne Stadt Brandenburg an der Havel, die ist ungefähr 45, 50 Kilometer weit weg von Berlin. Die Kollegen kriegen ihren Leerstand, der inzwischen also zweistellig ist, nicht belegt und müssen sogar jetzt abreißen. Und da muss man dann sagen, ja, wie kann denn sowas sein, wenn Berlin fordert Enteignung, aber 45 Kilometer entfernt, gut zugegeben, 1:15 Regionalbahnanbindung. Aber das ist ja letztendlich im Hinblick auf die Digitalisierung von Arbeitswelten aus meiner Sicht kein Grund zu sagen, ja, man kann ja auch woanders wohnen. Also ich glaube, sicherlich muss man darüber nachdenken, wie im Lande Brandenburg auch Rahmenbedingungen geschaffen werden, um vielleicht die Infrastruktur verkehrspolitisch zu schaffen, damit man halt dichter angebunden wird. Wo man dann möglicherweise tatsächlich durch die Pandemie am Ende vielleicht auch dazu kommt, dass sich das dann ein bisschen mehr entspannt als durchaus ja, überraschender, aber sehr erwünschter Nebeneffekt. Ludwig Koller in Mühldorf. Dankeschön, Frau Seidel. Ludwig Koller in Mühldorf. Ja, hallo, grüß Gott. Also meine Frage ist es, also diskutiert wird über Wohnungen und das Ganze, Neubauten und so. Wir haben doch über 80 Millionen Einwohner in Deutschland. Ja? Und wir brauchen immer mehr Wohnungen. Aber wir werden ja nicht mehr Einwohner eigentlich. Wo sind dann die ganzen Leute? Das würde mich interessieren, weil da jeder neue Wohnungen will und das Ganze.
Ja. Wenn ich das jetzt in Mühldorf, also bei mir uns anschauen, also die Stadt ist ja gewachsen und die Preise, die wachsen natürlich auch immer in die Höhe und so. Und wenn man sich da mal so erkundigt um ein Baugrundstück und das Ganze, mittlerweile, so ist letzte Woche in der Zeitung gestanden, sind wir jetzt bei 650 Euro pro Quadratmeterpreis. Also für Einheimische, die wollen, ja, sagen wir mal, in eine normale Arbeit hin, und ist unerschwinglich sowas schon. Es ist eigentlich nur noch für Mündner, die wollen nach Osten runterziehen jetzt, ist es leicht erschwinglich, weil Autobahn ist fertig, Zugverbindung ist super und das Ganze. Und sowas können sie eigentlich nur nicht die eigentlich leisten. Ja, da wird dann das schon greifen, was die Anruferin gerade gesagt hat. Dankeschön, Herr Koller. Warum immer mehr Wohnungen bei einer nicht wirklich stark steigenden Bevölkerungszahl? Liegt zum einen mit Sicherheit, Herr Gütert, daran, wie anders Menschen heute leben als vor ein paar Jahrzehnten. Aber sehen Sie da schon eine Wende auch wieder kommen? Also ist irgendwann mal dieser große, nötige zusätzliche Bestand von Singlewohnungen dann auch erreicht, weil es weniger Großfamilien gibt? Oder geht es noch ewig so weiter? Also wir haben auf alle Fälle ein Thema der Demografie, das heißt eine Alterung der Gesellschaft. Es wird sehr viel höhere Anforderungen an, ich sag mal, kleine Wohnungen beziehungsweise barrierearme Wohnungen, wobei wir schon feststellen, die Priorität liegt darauf, dass die Menschen in ihrem gewohnten Quartier eigentlich auch, ich sag mal, älter werden wollen. Daher schauen wir zu, dass wir Serviceleistung halt an die jeweiligen Mietwohnungen halt zur Verfügung stellen. Und ich glaube schon, dass es auch so ist, dass letztendlich die Bevölkerung abnimmt. Und das wird sich auch in den nächsten Jahrzehnten, sage ich mal, halt zeigen. Und dann muss man halt schauen, dass dann wahrscheinlich die Wohnungen übrig bleiben, die attraktiv sind. Und dann ist die Frage, was ist attraktiv? Sind das die, die klimaneutral sind, die keine Betriebskosten verursachen, die Warmmieten neutral sind? Oder sind es die alten Wohnungen, die mal billig waren, die dann aber leer stehen? Diese Abwägung ist dann zu treffen. Und die Einschätzung, gehen wir ganz am Schluss noch zu Michael Markwirth in Regensburg. Hallo. Grüß Gott. Also mein Ansatz wäre, dass man den deutschen Immobilienmarkt, so wie am Beispiel von Dänemark, auch vor ausländischen Investoren schützt, um einfach da ein bisschen Druck rauszunehmen. Und zum anderen, dass Immobilien vielleicht nicht unbedingt als Investitionsgut gelten würden, um sich zu bereichern, sondern halt, dass jeder die Chance hat, sich eine Wohnung oder ein Eigenheim zu beschaffen und darüber hinaus das dann aber nicht mehr geht. Das ist ein frommer Wunsch, aber wie wollen Sie das durchsetzen? Ja, das ist eine gute Frage. Da bin ich nicht tief genug in der Politik drin. Mhm. Aber grundsätzlich wäre das für mich ein guter Ansatz, um das irgendwie, um einfach den Immobilienmarkt freizuhalten. Und wie schon öfter gesagt wurde, Wohnen ist ein Grundrecht eigentlich und sollte nicht dazu dienen, um sich persönlich zu bereichern, finde ich. Dankeschön, Herr Markwirth. Und wenn das aber so ist und wenn die Situation in der Bevölkerung sich so entwickelt, Herr Gütert, wie Sie das gerade skizziert haben und gesehen haben, wie ist denn Ihre Einschätzung jetzt mal auch ganz unabhängig von der aktuellen Enteignungsforderung da mit irgendwelchen neuen Behörden? Glauben Sie, dass perspektivisch die kommunale Trägerschaft und öffentliche Trägerschaft von Wohnraum und des Immobilienmarkts insgesamt eine größere Rolle spielen wird oder schwappt es wieder zurück? Ich glaube einfach im Hinblick auf die Anforderungen, die an die Gesellschaft gestellt werden, das heißt Digitalisierungsthemen, das Thema Klimaschutz, wird dazu führen müssen, dass man letztendlich dem Thema Wohnen sehr viel mehr Raum einbedingt und dementsprechend auch die Aufgaben mehr bündelt und gemeinsam an den Themen arbeitet. Das wird eigentlich die Herausforderung in den nächsten Jahrzehnten sein. Wenn man dem Wohnen mehr Raum einräumt, dann ist es auf alle Fälle ja schon mal ein guter und richtiger Schritt. Dank Ihnen, Ralf Gütert von der GWG Wohnungsgesellschaft in Reutlingen. Dank Ihnen für die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben. Danke Ihnen zu Hause fürs Anrufen und Mitdiskutieren. Das nächste Tagesgespräch gibt es dann morgen an dieser Stelle. Servus. Jetzt neu. Der Kanzlercast. The proof of the pudding is the eating. Zum Schluss werden uns die Menschen fragen, geht es Deutschland in einigen Jahren besser als heute? Eine Podcast-Serie, die die Geschichten aller Kanzler der Bundesrepublik Deutschland erzählt und warum sie bis heute wichtig sind. Wie kam es zu dieser Entwicklung? Von Adenauer bis Merkel. Von der Westbindung bis wir schaffen das. Es wäre doch komisch, wenn in dem Amt des deutschen Bundeskanzlers jemand säße, der wie eine Maschine funktioniert. Ein Podcast über das wichtigste Amt in Deutschland und seine Geschichte. Und darüber, wie wir wurden, was wir sind. Und nun noch eins. Sie meinen, die Wahl zum Bundestag ginge Sie nichts an? Sind Sie sich wirklich der Tragweite solcher Worte bewusst? Den Kanzlercast gibt es jetzt überall, wo es Podcasts gibt.